Als Jäger wird mir oft die Frage gestellt, warum ich jage. Wieso ich wildlebenden Tieren nachstelle, ihnen willentlich das Leben nehme und somit ihrem sozialen Gefüge entreiße. Oftmals stelle ich als Gegenfrage, was die Menschen bewegt, abgepacktes Fleisch im Supermarkt zu kaufen, deren Herkunft sie gar nicht kennen. Oft oder so ziemlich dann erst beginnt ein gemeinsamer Austausch. Wenn ich draußen im Revier bin, vergeht die Zeit immer irgendwie langsamer. Da wird mir vieles bewusster und es ist jedes Mal anders. Du erlebst jedes Mal etwas Neues, selbst wenn du kein jagbares Wild zu sehen bekommst. Es gibt trotzdem immer etwas zu beobachten. Und mich begeistert vor allem das Dasein, sich öffnen gegenüber der Natur und alles herauszulassen. Sich vielleicht auch einige Gedanken zu machen über Dinge, die einen so beschäftigen. Und hier draußen finde ich die Ruhe, diese Gedanken zu lösen. Festzustellen, dass manches gar nicht wichtig ist und ich mich damit nicht belasten muss. Und all die Eindrücke wirken viel länger nach, als nur für die Zeit, die ich draußen im Revier verbringe. Es gibt einem das Gefühl von innerer Ruhe und Zufriedenheit. Und dann weiß ich, dass die Welt doch gut ist. Natürlich bin ich sehr gerne in der Natur unterwegs. Dann bin ich ein Teil davon und tue auch etwas Gutes. Etwas Gutes für die Natur, für mich selbst und darüber hinaus für die eigene Familie. Wenn ich etwas mitzubringen habe, wenn ich ein Tier erlegen kann. Ich kann das dann so weit verarbeiten, dass alle eine gesunde Mahlzeit einnehmen können. Aber das trifft nicht immer zu und nicht immer habe ich die Möglichkeit, wie in einem Supermarkt einfach ins Regal zu greifen und mir das schönste Stück herauszupicken. Und ich denke eigentlich als allerletztes ans Töten. Ich denke in erster Linie daran, dass ich Zeit für mich haben möchte. Und natürlich habe ich als Jäger auch Aufgaben. Ich sorge für einen möglichst artenreichen, aber gleichzeitig auch den äußeren Gegebenheiten, also dem Revier angepassten Wildbestand, sodass es kein Ungleichgewicht, also von der einen Art zu viel und von der anderen Art zu wenig gibt. Das garantiert die Artenvielfalt im Revier und keine Art droht aus dem Landschaftsbild zu verschwinden. Hier geht es um die Erhaltung, also die Hege und den Schutz von wildlebenden Tieren. Wir leben in einer Kulturlandschaft, in der für echte Natur immer weniger Platz ist. Wilde Tiere haben durch die kulturellen Einschnitte leider nicht die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und können sich dadurch nicht so regulieren, wie es die Natur vorsieht. Das wäre ja in vielerlei Hinsicht wünschenswert. Als Jäger gehe ich auch nicht einfach in den Wald, um irgendetwas zu erlegen, was mir gerade vor den Lauf meines Gewehres springt. Ich bin noch nicht stets von Mordlust getrieben und es ist auch nicht meine Absicht, unbedingt und immer etwas zu jagen. Ich sehe die Jagd in erster Linie als Naturschutz und Bewahrung einer gesunden Population von wilden Tieren. Mit all den Facetten, die das Weidwerk bietet. Dies betrifft ja nicht nur Tiere, sondern auch unsere artenreiche Pflanzenwelt. Ich versuche mit der Jagd aus dem normalen Alltag auszubrechen und mir ein Stück weit einen Teil meines Lebens zurückzuholen, indem ich auf gewisse Sachen, die die heutige Industriegesellschaft bietet, bewusst verzichte, um mir klarzumachen, dass das alles vergänglich ist. Also, wie es bei der Jagd ist, man nimmt in dem Verleben, das ist mir auch bewusst und das entscheide ich dann für mich. Aber im gleichen Moment wird ja auch gezeigt, dass so viel erhaltenswert ist. Uns wird beigebracht, dass wir den Tieren überlegen sind, dass wir an der Spitze der Nahrungskette stehen. Das mag auch sein, dass wir in der Lage sind, uns sämtliche Tiere auf der Welt anzueignen und zu Nahrung zu verarbeiten. Das ist den Tieren aber gegenüber nicht gerecht. Nicht in der Art und Weise, wie das teilweise in großen Industrieunternehmen passiert. Tiere sind sehr intelligent, sie kommunizieren miteinander, leben in Familienverbänden und haben soziale Strukturen. Ganz genauso wie der Mensch. Und durch die Jagd ist mir das erst bewusst geworden, dass wir keinesfalls über dem Tier stehen, sondern mit dem Tier zusammen leben. Und das sollte man sich generell bewusst machen. Erst durch die Jagd ist mir klar geworden, was der Mensch eigentlich leisten kann und wo er eigentlich herkommt.
Für mich ist es das Besinnen auf das eigene Ich, die Geschichte und Entwicklung des Menschen. Und wir brauchen nicht denken, nur weil wir große Autos fahren und um die Welt fliegen, anders zu sein. Vom Prinzip her sind wir im Inneren der gleiche Mensch wie vor 10.000 Jahren. Auf der Jagd nach Dingen, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Aus meiner Sicht sollte auch jeder bewusst auf gewisse Dinge verzichten, die er nicht braucht und die in zu hohen Mengen vorhanden sind. Zum Beispiel Lebensmittel, die uns rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das kann nicht gut sein, das ist nicht natürlich und geht zulasten unserer Umwelt, unseres Lebensraums und unserer Zukunft. Wir haben nur diese eine Welt und die kann sich so nicht regenerieren. Jedenfalls nicht in der Lebensart und Weise, die wir hier in der westlichen Welt pflegen. Wir kaufen Fleisch, was wunderhübsch verpackt ist und mit Farblicht angestrahlt wird, unter Schutzatmosphäre verpackt wurde, was auch in keiner Weise an irgendein Tier erinnert und man gar nicht feststellen kann, von welchem Tier kommt das denn und aus welchem Teil des Tieres. Ich denke, man sollte sich gerade heutzutage die Frage stellen, wie viel Fleisch esse ich und wo kommt mein Fleisch überhaupt her? Eine richtige Wertschätzung für Fleisch oder Lebensmittel ist doch heutzutage nicht mehr gegeben. Man schaut nur noch auf ein kaltes Produkt herab. Wir wollen nicht mehr wissen, wo es herkommt, wir wollen nicht wissen, wie es entstanden ist. Wir setzen uns damit nicht mehr auseinander. Wir wollen ja damit auch keine Arbeit haben und schon gar nicht erfahren, wie dieses Nahrungsmittel hergestellt wurde. Wir schauen nur nach dem Preis. Das Thema Tod wird heutzutage extrem verdrängt und ist nicht mehr präsent in der Gesellschaft. Jeder Mensch sollte wissen, dass zum Leben auch der Tod gehört. Und so sollte man auch damit umgehen. Die Wertschätzung für Fleisch geht heutzutage einfach völlig verloren. Das ist den Tieren gegenüber nicht gerecht. Und das entwürdigt das Tier aus meiner Sicht extrem. Und damit auch den ganzen Kreislauf des Lebens. Und daher finde ich den Spruch auch ganz passend, wenn du es nicht töten kannst, sollst du es auch nicht essen. Es muss jetzt nicht jeder Metzger werden, aber es würde mir schon reichen, wenn die Leute bewusster und offener mit dem Thema umgehen würden, sich mehr damit auseinandersetzen und sich die Frage stellen, wo kommt mein Essen überhaupt her? Was musste hier für mich sterben, vor welchem Hintergrund und unter welchen Bedingungen? Mit der Jagd möchte ich dem eigentlich entgegenwirken. Das ist meine persönliche Intention. Ich möchte ein Zeichen setzen. Wir wollen das nicht, beziehungsweise wir sollten das nicht für selbstverständlich nehmen. Dass das, was uns da angeboten wird, in vielerlei Hinsicht einfach zu viel ist. Wir sind überfordert. Die Jagd und das, was dieses vielfältige Handwerk mit sich bringt, entschleunigt das aus meiner Sicht und das mache ich mir bewusst, indem ich ihm sage, ich besorge mir mein Fleisch selbst. Dadurch esse ich weniger Fleisch und vor allem gesünderes, unbehandeltes und sauberes Fleisch. Und ich entscheide mich dafür, wenn ich denke, dass ich es brauche. Die Jagd hat mir einfach gezeigt, dass da draußen mehr ist, als von morgens bis abends zu arbeiten, viel Geld zu verdienen, ein schönes Auto zu fahren, ein tolles Haus zu haben. Das sind eigentlich Dinge, die unwichtig sind. Wichtig ist, dass es einem gut geht, dass man gesund ist, dass man etwas dafür tut, dass man gesund bleibt. Und dazu gehört auch die Erhaltung unserer Umwelt. Leben ist tatsächlich sehr zerbrechlich. Und manchmal setzen wir unsere Prioritäten anders und vergessen, unseren Blick auch auf die Dinge zu richten, die uns umgeben. Durch die Jagd sehe ich das jetzt sehr viel klarer und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre das eine weitgerechte Jagd. Eine Jagd, die Lebewesen, Gesellschaft und Jäger eint.